Hallo ihr Lieben, ich gebe euch heute einmal ein paar Einblicke in meinen Alltag. Vor 2 Wochen hatten wir ja den herrlichsten Winter hier und manchmal ist mir dann einfach danach, die beiden Hunde einzupacken und einen Weg in den Wald zu machen. Fern von allen Pflichten und einfach mal bei mir sein. Ich suche irgendwie den Weg in die Einsamkeit und in die Stille, um einmal den Lärm der Welt zu verlassen und sich nur noch selbst fühlen. Ja, der bist du ja. Und dieser Winter ist einfach nur so wunderschön gewesen. Bäume schenken mir gerade in dieser Zeit so viel Ruhe und Trost. Ich lasse irgendwie keinen Weg in den Wald aus, um einmal bei einem Baum anzuhalten, seine Rinde zu spüren, ihn zu umarmen. Dieser Baum ist so riesig. Und ich komme mir so winzig klein vor. Ich liebe heute diesen Weg in dieser Einsamkeit. Es ist alles weiß und so schön, es ist herrlich. Ich gehe so gerne einmal vom Weg ab, um in einen Seitenweg zu schauen und den zu erkunden und zu gucken, was das Leben einem für Möglichkeiten bietet und schenkt und Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, sich nicht so festzufahren. Das Leben ist irgendwie ein Spiel und wir vergessen immer wieder, wie die Kinder zu sein, die spielen und machen sich keine Sorgen. Oder die Tiere um uns herum. Alles mit ein bisschen mehr Leichtigkeit zu nehmen. Viele Geheimnisse und neue Dinge, die wir entdecken können und gerade so kleine Seitenwege haben so Geheimnisse, finde ich. Thank you.
dieser Schnee war irgendwie ein Geschenk vor 2 Wochen. Das war so eine außergewöhnliche Zeit. Es war, als wäre alles zugedeckt. Wenn das Eis auf den kleinen Tümpel zugefroren ist, gehe ich mit den Kindern zum Schlittschuhfahren und ich probiere meine Schlittschuhkünste aus der Kinderzeit wieder aufzufrischen. Es macht auf jeden Fall riesig Spaß. Am nächsten Tag schien die Sonne und die hat alles so viel schöner gemacht und es war herrlich. Es war einfach nur, man wollte am liebsten den ganzen Tag draußen sein und Sonne einfach nach diesen Wintertagen, wo kaum die Sonne am Himmel erschienen ist, einfach nur herrlich. Jetzt zeige ich euch einmal, wie ich färbe. Hier sind meine Färbetöpfe, die Farben. Thank you.
dem Färben mache ich liebend gerne eine kleine Pause und koche mir einen Tee oder Kaffee. Es gehört irgendwie dazu, Arbeit und dann eine Pause, wenn es geht, wenn ich gleich wieder irgendwas anderes rumtrubelt um mich herum. Kinder. Ich mache mir jetzt mal einen Karo-Kaffee. Lecker. Zu einer Kaffee- oder Teepause gehört bei mir immer Handarbeit. Momentan liebe ich es zu spinnen, das entspannt mich so sehr. Diese weiche, fluffige Wolle zu fühlen und dann das leise Surren des Spinnrads. Das ist für mich irgendwie gerade Entspannung pur. Über alles Mögliche nachdenken, während dieser Faden einfach nur so sich aufwickelt und entsteht. Zwischendurch arbeite ich immer an meinen aktuellen Projekten und gerade ist es das Abketten, das I-Cord-Abketten von meinem tollen Steven West-Schal. Nach diesen kalten Tagen geht es endlich auf den Frühling zu. Das ist so schön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und macht's gut und bis bald.